Zack. Kraftsport über 50? Macht das überhaupt noch Sinn? Soll ich mit 50 tatsächlich nochmal anfangen, so einen Scheiß zu machen? Ich habe es mit 20 nicht gemacht, mit 25, mit 30 nicht. Soll ich jetzt echt nochmal damit anfangen? Freunde, für Kraftsport ist es nie zu spät. Und jetzt kommt eine richtig geile Info für euch. Es ist tatsächlich so, dass wir ab dem 40., 45., 50. Lebensjahr einen viel höheren Bedarf haben, Kraftsport zu betreiben. Warum? Weil der Zahn der Zeit an uns nagt und wir so langsam aber sicher vor uns hinschrumpfen. Bei mir nagt kein Zahn der Zeit, bitte. Ja? Da nagt kein Zahn der Zeit. Alles so, wie es sich gehört. Nein, Spaß beiseite, Freunde. Es ist tatsächlich so, wenn man jung ist, rennt man in der Gegend rum, geht nach dem Disco, sprintet mal den Mädels hinten ein, weil man natürlich auf der Jagd ist. Ist man älter, wird man etwas ruhiger, etwas gediegener, legt eher mal die Füße hoch und was passiert? Der Körper sagt, weißt du was? Wenn du das nicht nutzt, dann baue ich den Mist einfach mal ab. Das heißt, die Muskelmasse geht langsam, aber sicher flöten. Und dann siehst du nicht mehr so aus, sondern du siehst aus irgendwann wie so ein kleiner, verschrumpfelter Zwerg. Und deswegen ist es ganz wichtig, gerade für Menschen, die ein gewisses Alter erreicht haben, auch dann, wenn der Hormonstatus in den Keller geht, wenn der Körper nicht mehr genügend Wachstumshormone produziert, wenn der Testosteronwert so langsam, aber sicher Richtung Schildkröte wandert, Richtung Blindschleiche, dann macht es tatsächlich Sinn, dass wir regelmäßig Kraftsport betreiben. Natürlich nicht nur Kraftsport. Wenn jetzt die einen sagen, ja, aber Ausdauer muss auch sein und Mobilität. Ja, auch Ausdauersport und Mobilität. Am besten ist nicht dreimal die Woche eine Kombination aus Kraft, Mobilität und Ausdauersport. Das macht Sinn. Weil gerade für uns over 50, mich zum Beispiel, ist es wichtig, dass wir unsere Muskelmasse erhalten. Warum? Weil unsere Muskelmasse natürlich wichtig ist. Nicht nur, dass wir sexy aussehen, dass uns die jungen Mädchen nachpfeifen, sicherlich deswegen nicht, aber es geht darum, dass wir natürlich eine gewisse Grundstabilität im Körper haben, dass Muskulatur nicht nur dafür da ist, gut aussehen, sondern sie stabilisiert uns. Sie stabilisiert die Gelenke. Sie sorgt natürlich dann, wenn du regelmäßig trainieren gehst, für ein schönes Charisma, eine tolle Körpersprache. Ja, und wenn du natürlich auch regelmäßig trainierst, dann hast du natürlich auch eine kräftigere Stimme. Und eine kräftigere Stimme sorgt natürlich auch dafür, dass du mehr Bums hast. Mehr Bums, aber nicht das, was du meinst mit Bums, sondern das geht hier ums Auftreten. Okay? Und deswegen willst du lieber so den Schlumpf oder lieber, okay, da steht was da, da stellt was da, der hat eine gute Grundstabilität im Körper, die Gelenke tun nicht weh, die Wirbelsäule ist geschützt, der Beckenboden ist geschützt, die Hüfte ist geschützt. Warum? Weil alles benutzt wird und alles funktioniert. Und jetzt kommt noch was Sagenhaftes. Wenn man regelmäßig Kraftsport betreibt, dann ist es nicht nur gut für den Körper, sondern jetzt wird es spannend. Die meisten, die mal so mit 40, 45, 50, 55, die kommen in die sogenannte Midlife-Crisis. Und die Midlife-Crisis wird immer begleitet von einer, ja, auch relativ schlechten Hormonsekretion. Gewisse Hormone gehen in den Keller und andere Hormone gewinnen Überhand. Und durch Kraftsport und durch Ausdauersport schafft man es wieder da, einigermaßen einen Ausgleich hinzubekommen. Das ist natürlich für was gut? Für unsere Psyche, für unser Auftreten. Deswegen, Freunde, gerade wenn ihr 40, 45, 50 seid, fangt an mit Sport. Sucht nicht nach einer Ausrede. Natürlich sind wir in dem Alter natürlich schon etwas träger. Natürlich fällt uns das alles schon etwas schwerer. Aber jetzt wird es ganz spannend. Und zwar, wenn du durch regelmäßiges Kraft, Ausdauer und Mobilitätstraining in deine gesunde Zukunft investierst,
dann bekommst du was sehr, sehr, sehr Wertvolles. Und zwar was, was unbezahlbar ist. Der pure Lebensluxus. Du hast Spaß an deinem Körper. Dein Schmerzgrad geht runter. Du hast weniger Schmerzen im Bereich der Muskulatur. Du hast weniger Schmerzen im Bereich des Rückens. Du hast einen viel höheren Wohlfühlfaktor. Und jetzt wird es noch spannender. Du hast auch weniger, tatsächlich nachweisbar, weniger psychische Probleme. Weniger Hinterfragen deines Seins oder Nichtseins. Die ganz berühmte Frage. Die kannst du mit einer ganz einfachen Maßnahme verändern. Die gibt es nicht in Tablettenform, die gibt es nicht in flüssiger Form, die kann man nicht anrühren. Das ist mindestens dreimal pro Woche eine gesunde, ausgewogene Art, sich zu bewegen. Das bitte nicht nur spazieren gehen, sondern tatsächlich nimm ein Gewicht, beweg das Gewicht von A nach B. Das sorgt dafür, dass es dir gut geht, das sorgt dafür, dass dein Gleichgewichtssystem gut funktioniert, das sorgt dafür, dass deine Stabilisatoren gut funktionieren und das sorgt dafür, dass wenn du es intensiv genug machst, dass der Körper den Abbau deiner wichtigsten Hormone im Range hältst. Ansonsten, siehst du das hier unten? Hier oben warst du irgendwann mal, dann gehst du hier runter mit 14, 15, wenn du aber nichts mehr machst, dann machst du puh und dann ist es weg. Machst du regelmäßig Sport, dann machst du nicht pfuh, sondern machst ganz kleine Schritte. Unbemerkbare Schritte. Und genau deswegen meine Empfehlung, jetzt nochmal zum Abschluss. Macht regelmäßig Sport. Und wenn du jetzt natürlich sagst, ja, du kannst mir viel erzählen, ich möchte gerne noch mehr wissen. Ist ganz easy. Bei mir kann man sich bewerben für ein kostenloses Beratungsgespräch. Das heißt, bewerben, das ist wirklich mein Ernst, bewerben, weil das, was ich anbiete, ist nicht für jeden gedacht. Das heißt, du musst natürlich auch gewisse Anforderungen mitbringen. Das verlange ich natürlich eben von dir. Und warum verlange ich das von dir? Weil mein Coaching auch einen gewissen Anspruch hat. Es ist kein 6-Wochen-Programm, kein 8-Wochen-Programm, kein 10-Wochen-Programm, es ist was anderes. Da geht es um langfristiges Investment in deine Gesundheit. Langfristiges Investment in deine gesunde Zukunft und da brauchst du gewisse Voraussetzungen. Also, falls du sagst, ja, das hätte ich gern mal, dann guck mal unten in die Videobeschreibung. Da findest du einen Link und wenn du da drauf gehst, dann kommst du direkt fast an meinem Ohr raus, fast. Da musst du dich nur bewerben und dann werden wir ein gemeinsames Telefongespräch führen und ich werde dich briefen und schauen, ist es einer, der Mr. T Lifestyle, den gesunden langfristigen Lifestyle auf lange Frist umsetzt, dann bist du im Team. Freunde, das war's heute zum Thema. Wenn du älter bist, beweg deinen Arsch, mach Kraftsport.